Als Yoshi 1990 in Super Mario World auf dem Super Nintendo seinen Einstand feierte, ahnte noch niemand, dass dort ein neuer Nintendo-Star geboren wurde. Yoshi bekam über die Jahre einige Puzzlespiele und schlussendlich 1995 ein ganz eigenes Jump'n'Run-Abenteuer, was das erste Mario World sogar noch übertreffen sollte, nämlich Yoshi's Island Super Mario World 2. Und das wollen wir uns doch angucken heute, ein Spätwerk aus dem Jahre 1995, als Sega und Sony schon in die dreidimensionale 32-Bit-Welt eintauchten und Nintendo noch das Nintendo 64 nach hinten verschoben hatte, hat Shigeru Miyamoto ein ganz besonderes Meisterwerk für die damals schon etwas betagte Super Nintendo Hardware auf den Markt gebracht. Viel Spaß dabei! Thank you.
Schon gleich fällt einem nach dem Intro auf, dass die Grafik aussieht wie aus einem Bilderbuch. Das Ganze wurde möglich gemacht durch den Super FX 2 Chip und Shigeru Miyamoto, der Mario-Erfinder, musste damals bei Nintendo für diesen Stil ganz schön kämpfen. Nintendo war ja ziemlich angetan, beziehungsweise die Oberen bei Nintendo waren ziemlich davon angetan, dass Rare mit Donkey Kong Country eine ganz schöne Render-Grafikbombe auf dem Super Nintendo ein Jahr zuvor entzündet hatte und sie wollten, dass Miyamoto diesen Grafikstil auch benutzt bei Yoshi's Island, aber er war dagegen und setzte sich durch, denn er fand den Look mit dem Kindermalbuch doch schöner und ihr gefällt er auch sehr. Das Gameplay hat sich zum Vorgänger stark geändert. Yoshi's Island ist ein Prequel und spielt in der Vergangenheit. Super Mario ist hier ein Baby, welches ihr nach Feindkontakt verliert und dann nur in einer Luftblase heulend durch die Gegend schwebt, was auch eigentlich der einzige Minuspunkt an dem Spiel ist. Der Knirps brüllt so laut und dazu gibt's noch ein Piepen, das nervt manchmal schon ganz schön. Sammelt ihr den Knirps nicht rechtzeitig ein, bevor der Zähler auf 0 abgelaufen ist, dann wird er entführt. So ist ein Leben verloren. Der Countdown kann aber erweitert werden durch auffindbare Sterne oder wenn ihr einen Checkpoint berührt. Doch damit nicht genug. Yoshi hat eine ganze Menge dazugelernt. Fähigkeiten, die in zukünftigen Yoshi und auch in manchen Mario-Spielen zum Einsatz kommen werden. In der Luft könnt ihr mit dem Steuerkreuz unten eine Stampfattacke ausführen. Haltet ihr den Sprungknopf gedrückt, flattert der bunte Dino für eine Weile durch die Gegend. Sehr praktisch bei Abgründen. Außerdem könnt ihr Gegner nicht nur fressen und ausspucken, nein, diese können in Eier verwandelt werden, welche ihr als Wurfgeschosse einsetzt. An manchen Stellen gibt's Eierblumen sowie Blöcke, die euch Eier spendieren. Bestimmte Melonen lassen euch Kerne, Eis oder Feuer spucken. Jede der 6 Welten bietet einen Zwischen- sowie Endboss, allesamt mit immer kniffliger werdenden Burgen, die ihr vorher durchlaufen müsst, in denen teilweise sogar kleine Rätsel und Schlüssel gefunden werden müssen. Die Bosse sind allesamt kreativ und teilweise riesengroß. Vorher gibt es immer noch einen witzigen Monolog von Kamek, dem Hofzauberer. Die deutschen Texte sind wieder mal grandios nach Groß-Ostheim-Art geschrieben worden und apropos witzig, mein liebster Boss ist ja Xillebo, der sieht nicht nur aus ein bisschen wie Obelix, nein, sein Name ist auch einfach Obelix rückwärts gesprochen, typischer Nintendo-Humor halt. Apropos humorvoll, das sind auch die Namen der Levels, wie zum Beispiel Affenterror oder der Berg ruft oder auch das lustige Sporendrama. Im lustigen Sporendrama fliegen übrigens auch Sporen umher. Diese sollt ihr tunlichst nicht berühren, sonst seid ihr eine Zeit lang ja bewusstseinserweiternden Substanzen ausgesetzt und die Wahrnehmung von Yoshi verändert sich, auch die Steuerung wird dadurch um einiges behindert und ihr solltet dann aufpassen, dass ihr nicht in Gegner reingeratet, auch das Zielwasser verlässt Yoshi leider. Nach einiger Weile vergeht der ganze Effekt aber auch. Grafisch sieht es auf jeden Fall sehr spektakulär aus. Thank you.
Ende eines jeden Levels wird abgerechnet, wie viele rote Münzen, Grinseblumen und Sterne ihr gefunden haben. Das Ganze lädt natürlich auch zur Rekordejagd ein. Diese werden gespeichert. Am Ende eines jeden Levels gibt es außerdem noch ein Roulette, wo ihr eure Chancen erhöhen könnt. Je mehr Grinseblumen ihr eingesammelt habt, bleibt das Roulette bei einer Grinseblume stehen, könnt ihr ein Minispiel freischalten. Davon gibt es so eine Menge. Hier seht ihr mal als Beispiel das Memory. War bei Super Mario World die Karte noch eine zusammenhängende Welt, ist sie diesmal wie ein Menü in Schatzkartenform aufgebaut. Grafisch gehört das Spiel einfach zu den Top-Titeln auf dem Super Nintendo. Man merkt wirklich, dass es erst 1995 rausgekommen ist. Die Programmierer haben einfach super den im Modul verbauten Super FX2-Chip ausgenutzt. Außerdem wurden hier sowas von tolle Effekte mit reingebaut. Zoom, Rotation und sogar kleine polygonale 3D-Objekte. Und der Kinderbuch-Look, wie gesagt, der gefällt mir einfach super und bietet etwas komplett Eigenständiges, was kein anderes Spiel vorher geboten hat. An bestimmten Stellen im Spiel kann Yoshi sich auch in verschiedene Fahrzeuge verwandeln. Das wirkt zwar etwas abstrus, macht aber sehr viel Spaß. Auch musikalisch braucht sich das Spiel überhaupt nicht verstecken. Koji Kondo, der Haus- und Hofmusiker von Nintendo, hat hier wieder stimmungsvolle Sounds gemacht, die zu jedem Ambiente passen. Abschließend kann ich jedem Yoshi's Island nur empfehlen, nicht nur Jump'n'Run-Fans, generell Freunden von guter Videospielkultur. Es ist einfach perfekt durchdesignt, bis auf den kleinen Nachteil mit dem Baby, was ich ja vorhin schon gesagt habe. Aber jetzt bleibt nun die Frage offen, wie sollte man Yoshi's Island spielen? Wie werdet ihr fragen? Ganz einfach, es gibt da mehrere Versionen. Ihr könnt es euch für Super Nintendo kaufen, was im Komplettzustand so zwischen 50 und 80 Euro heutzutage auf eBay kostet. Solltet ihr nur das lose Modul haben wollen, dann könnt ihr es auch schon für 30 Euro bekommen. Habt ihr einen Nintendo Switch, dann könnt ihr das Ganze natürlich als Nintendo Switch Online Abonnent spielen oder auf dem Mini Super Nintendo. Da ist es auch drauf, aber leider nur mit englischen Texten. Ich weiß, ihr braucht die deutschen Texte nicht unbedingt fürs Spiel, aber sie sind so super geschrieben, deswegen würde ich doch eher zum Super Nintendo Modul greifen. Wenn ihr einen Game Boy Advance habt, dafür gab es auch einen Port. Diesen Port kann man auch mit der Nintendo Wii U runterladen. Was aber in dem Port anders ist, das könnt ihr mir vielleicht in den Kommentaren sagen. Ich besitze ihn nicht und habe ihn auch noch nie gespielt. Ich danke euch mal dafür, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, das Video war euch nicht zu lang gewesen und sagt mir doch mal in den Kommentaren, was ihr von Yoshi's Island haltet. Bis zum nächsten Mal. Jeden Sonntag um 20.15 Uhr gibt es ein neues Video. Liken, kommentieren und abonnieren. Euer Martin. Tschüss.